Wir begrüßen dich auch heute wieder zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus verändert Leben. Das erleben wir immer wieder. Und wir möchten dich ermutigen. Dasselbe kann er auch bei dir tun. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Mach dir Gedanken über deine Gedanken. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, darfst du uns gerne schreiben auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Mach dir Gedanken über deine Gedanken. Ich habe heute einen Ausspruch gelesen, da steht, dein Handeln ist das direkte Resultat deiner Gedanken. Denkst du negativ, wird sich dein Leben negativ entwickeln. Dein Handeln ist das direkte Resultat deiner Gedanken. Wir meinen immer, Gott leitet alles, Gott macht alles richtig. Und ja, er macht alles richtig, er hat auch alles richtig für dich bereitgestellt. Aber das Lenkrad für dein Leben hast du in der Hand. Du kannst sagen, ja, das mache ich oder nein, das mache ich nicht. Oder ich mache nur einen Anteil oder ich mache es ganz anders. Das liegt wirklich in deiner Hand. Gott wird nicht kommen und dich schütteln und sagen, falsch läufst du, sondern es ist deine Entscheidung. Und deine Entscheidung triffst du von deinen Gedanken ausgeleitet. Du hast die Wahl, wirklich unter Gottes Einfluss den Weg zu gehen oder unter deinem Einfluss. Oder wie ich schon sagte, eine Mischung. Und mir ist ein Vers immer so wichtig, da steht in Sprüche 4, Vers 23, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und ich sag dir, lass nicht alles ein freier Lauf, sondern achte auf deine Gedanken. Denn das, was du denkst, das tust du auch. Und für das bist du auch und so weiter. Aber nicht alles, was wir denken, ist eine gute Sache. Drum achte auf deine Gedanken. Danke, Herr, dass wir wirklich auf die Gedanken achten. Und dass es uns ein Anliegen ist, dass wir wirklich nicht das tun, was wir gerade denken, sondern, Herr, wirklich denken, Herr, was unsere Gedanken wirklich auslösen. Ich danke dir dafür. Herr, schenk uns da Weisheit, dass wir wirklich in die richtige Richtung lenken und unsere Entscheidungen lenken, unseren Weg gehen. Amen. Amen. Wir erleben immer wieder Gottes Wirken bei Menschen. Und bevor wir da einige Zeugnisse hören, möchten wir beten für Anliegen, die bei uns eingegangen sind. Folgendes Gebetsanliegen erhielten wir von einer Frau und sie schreibt, ich habe seit 7 Wochen Ohrenschmerzen. Bitte betet, dass meine Ohren geheilt werden. Danke. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, die Ohrenschmerzen hat. Und wir danken dir, dass du sie durchströmst mit deiner Heilungskraft, dass du stärker bist wie jeder Schmerz, den irgendjemand empfindet, auch stärker wie diese Ohrenschmerzen. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass diese Ohren wiederhergestellt werden, so wie sie funktionieren, ohne Schmerzen, wie du es geschaffen hast. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch über diesen Ohren und auch über allen anderen Schmerzen, wo Menschen jetzt gerade haben. Danke, Jesus, dass du der Herr bist und dass du eingreifst und dass du Menschen hilfst in ihrer Not. Und wir danken dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen dafür. Amen. Amen. Und ein Ehepaar schreibt ein Gebetsanliegen für ihre Tochter. Unsere Tochter ist 8 Jahre alt und ist mit einem Wasserkopf, Hydrocephalus und Herzfehler auf die Welt gekommen. Am 3. Tag nach ihrer Geburt wurde am Kopf ein Shunt gelegt, damit das Hirnwasser ablaufen kann. Sie hatte damals nur 3 mm Hirn und uns hatten die Ärzte keine gute Hoffnung gegeben für ihren weiteren Entwicklungsverlauf. Doch wir vertrauen Jesus alles an. Das ist die richtige Einstellung. Und sie schreiben weiter, sie wurde am Herzen operiert und es fehlt nur noch eine OP wegen einer künstlichen Herzklappe. Wir bedanken uns für jedes Gebet. Mit Jesus verbunden und herzliche Grüße. Und Jesus, wir wollen dir dieses Mädchen wirklich ans Herz legen. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und ich danke dir, dass du auch diese vielen
ja, Krankheiten oder vielen Deformationen begegnen kannst, wo dieses Mädchen hat. Und wir danken dir einfach, dass du eingreifst in ihr Leben. Danke, Jesus, dass du dieses Gehirnwasser in Ordnung bringst, dass du dieses Herz in Ordnung bringst, auch diese Herzklappe, dass sie wirklich nicht mehr operiert werden muss. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der heilt, dass du ein Gott bist, der hilft. Und wir legen dir die ganze Familie hin. Und ich danke dir, dass du auch den Eltern viel Kraft schenkst, viel Mut und viel, ja, Geduld und alles, was sie brauchen, auch festhalten an dir. Danke, Jesus. Danke, dass du unsere Hoffnung und unsere Kraft bist und dass du eingreifst. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Eine Frau bittet für ihren Freund um Gebet und sie schreibt: Bitte um Gebet für Heilung der ganzen Wirbelsäule für meinen Freund. Er leidet seit 20 Jahren durch einen Unfall. Leider hat es sich wieder verschlechtert, obwohl er sich trotz Schmerzen in die Arbeitswelt zurückgekämpft hat. Er will diese Arbeit auf keinen Fall verlieren. Er suche um Heilungsgebet. Danke. Danke, Herr, dass wir jetzt, Herr, für diesen Mann kommen dürfen. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir wirklich der ganzen Wirbelsäule, die beschädigt wurde, Herr, wieder in normalen Zustand hineinrufen dürfen, dass die Bandscheiben, Herr, dass die Nerven und alles, was damit zu tun hat, wieder ihre normale Position und normale Form und Funktion wieder aufnehmen. Ich danke dir dafür, dass du der Herr bist, der Heiler bist. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Mutter bittet für ihren Sohn um Gottes Eingreifen. Mein Sohn ist 39 Jahre alt und muss Pampers tragen, was für ihn sehr furchtbar ist. Laut Arztdiagnose füllt sich seine Blase zu schnell auf und es läuft dann raus. Wenn er unterwegs als Fahrer ist und keine Toilette in der Nähe ist, läuft es ihm die Beine runter. Ich habe schon oft Gott um Hilfe gebeten. Bitte betet für meinen Sohn. Danke. Herr, danke für die Dinge, Herr, die nur du lösen kannst, heilen kannst. Und hier, Herr, danke, Herr, auch, Herr, wenn die Ärzte nur gute Ratschläge geben können, du bist der Arzt, der heilen kann. Herr, wir befehlen auch dieser Blase und der ganzen Blasenfunktion eine Normalität der Funktion und dass alles verschwindet, was eine Übersensibilität ist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir in diese Blase deine göttliche Ordnung hineinrufen dürfen. Vater im Himmel, ich bitte es in Jesu Namen. Amen. Amen. Viele Menschen schreiben uns vom Eingreifen Gottes. Und was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und Folgendes schreibt eine Frau: Vor einigen Wochen bat ich um Gebet für unseren an MS erkrankten Sohn. Zuerst war allerdings keine Veränderung zu bemerken. Im Gegenteil, er stürzte so häufig, dass er 6 Wochen in die Klinik musste. Sein Zustand verschlechterte sich so sehr, dass er auch nicht mehr bei uns leben kann. Seit ein paar Tagen allerdings wird es mit dem Sprechen auffallend besser. Auch sagt er, dass er mit Unterstützung wieder ein paar Meter gehen kann. Für uns ist das ein Wunder, ein göttliches Geschenk und Gebetserhörung. Danke für eure Fürbitte. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir glauben und vertrauen auf seine Hilfe. Ja, und Jesus, was du dort begonnen hast, das wirst du auch zu Ende führen. Und ich danke dir, dass du diese Person berührst und dass sie vollständig geheilt ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, und Gott macht alles neu, schreibt eine Frau. Dank ihrer Gebetsunterstützung habe ich nach 7 Jahren Suche und Ablehnungen seit 3 Wochen eine neue Arbeitsstelle in meinem neuen Wohnort gefunden. Ich zog im Dezember in eine neue Stadt, habe eine neue, hübsche, bezahlbare Wohnung und eine neue Arbeitsstelle. Ich danke Jesus und ich danke dem Gebetsteam für diese wunderbare Hilfe. Und eine Frau aus Österreich schreibt uns Folgendes: Vielen herzlichen Dank für euren Gebetseinsatz. Meine Freundin ist von der Corona-Infektion, die sie sehr geschwächt hat, geheilt.
Euer Gebet hat schnell gewirkt. Sie war heute frohen Mutes wieder in der Arbeit. Wir sind sehr dankbar für euren Einsatz. Wie wunderbar, wenn Gott eingreift. Und eine Mutter berichtet von einer wunderbaren Gebetserhörung. Kurz vor Weihnachten haben sie für unsere Tochter gebetet. Sie hatte nach der Entbindung sehr gefährliche Blutungen. Ich habe sofort beim Missionswerk angerufen und um Gebet gebeten. Jesus hat wunderbar eingegriffen. Die Blutungen wurden gestillt. Unsere Tochter und auch dem Kind geht es gut. Danke, Jesus, dass du eingegriffen und alles zum Guten gewendet hast. Wie wunderbar. Und da freuen wir uns doch mit. Ja, wir freuen uns über jede Nachricht, wo du Gott erlebt hast. Und es ist immer schön, das weiterzugeben, dass Menschen gestärkt werden und sehen, dass Gott für alle Dinge da ist, wo wir zu ihm kommen dürfen. Mach dir Gedanken über deine Gedanken. Das war der Titel, das ist der Titel und lass es auch heute mal dein Titel sein. Mach dir wirklich Gedanken über deine Gedanken. Was denkst du? Denkst du das, was in den Medien kommt, oder denkst du das, was Gott über dich denkt oder in dieser Situation denkt? Nimm das wirklich ernst und lass nicht dein Leben einfach so dahin plätschern. Mach dir Gedanken über deine Gedanken. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, wir helfen dir gerne. Wir beten für deine Anliegen, wenn du uns sie zusendest oder auch am Telefon bis 13 Uhr heute. Ja, und nächsten Sonntag sind wir wieder für dich da. Selbst im Urlaub wird jeden Sonntag Gottesdienst gefeiert und wir sind ab 10 Uhr über Livestream oder in YouTube zu sehen. Wir freuen uns, dich bald wieder begrüßen zu dürfen und verabschieden uns für heute. Tschüss! Alles Gute, der Herr segne dich! Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.